Verbindung von Mutter und Kind ist eine ganz besondere. Oft geschieht es aber, dass diese unter einem schlechten Stern steht. Schicksalsschläge passieren, man gerät in Not und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Caritas Vorarlberg bietet hier mit der WG Mutter und Kind einen Ort für alleinerziehende Mütter in Not. Die kleine Familie bekommt hier ein Zuhause auf Zeit und die Chance, neue Lebensperspektiven zu entdecken und zu planen. Die Mütter werden darin unterstützt, ihren Alltag gemeinsam mit dem Kind wieder selbstständig zu meistern. In unserer Arbeit ist ganz wichtig, um auf jedes Alter von den Kindern zum eingehen, einfach zum schauen, wie kann das Kind gefördert werden, was kann es schon, auch die Mama zu motivieren, ihr Kind dementsprechend altersentsprechend zu fördern, sei es bei einem Kleinkind, wo es einfach darum geht, Gegenstände kennenzulernen, verschiedene Fingerspiele oder Bücher, Kinderlieder zu kennenlernen. Bei älteren Kindern geht es schon darum, altersentsprechend Farben, Geduld, Grenzen setzen, teilen mit Kindern, soziales Lernen innerhalb der Kindergruppe. Und so üben wir gemeinsam mit der Mama während unserer WG-internen Kinderspielgruppe Ringelreihe diese Themen. In der WG Mutter und Kind entsteht eine Gemeinschaft. Die Kleinfamilien werden den ganzen Tag betreut und die Mitarbeiterinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn es dann darum geht, sich wieder ein eigenes Heim zu suchen, begleitet man die Mütter auf ihrem Weg. Ganz am Anfang beim Aufenthalt in der WG sind finanzielle Themen die Hauptaufgabe. Wo bekomme ich das Geld her? Wer finanziert mir den Aufenthalt in der WG? Denn je nach Alter des Kindes, vor allem bei Neugeborenen, wie versorge ich mein Kind? Und dann zum Schluss im Aufenthalt ist für mich die Zukunftsthemen, die Hauptbeschäftigung der Mütter. Wo will ich wohnen? Wo finde ich eine Wohnung? Wie finde ich eine Wohnung? Und dass ein guter Übergang von der Einrichtung in die Außenwelt oder in die Selbstständigkeit gelingen kann. Das Leben ist nicht immer einfach, mit Hilfe geht aber vieles leichter. Die WG Mutter und Kind bietet hier eine gute Anlaufstelle für Mütter in Not und durch die Unterstützung gelingt dann auch meist der Weg zurück in den Alltag. Informationen findet man im Internet unter www.caritas-vorarlberg.at oder über ein persönliches Gespräch.